Alexa? Oh, hi. Na? Wie wär's denn mit einem schönen Eis? Oh, ich hätte gerne zwei schöne Milchkaffees. Okay, dann zwei schöne Milchkaffees. Hallo. Hi. Na? Wartest du schon lange? Ich habe nur zwei Milchkaffees bestellt. Ah, sehr gut. Ja, hier ist das gute Stück. Dankeschön. Du hast wirklich einen richtig guten Geschmack. Och, du doch auch. Wir könnten mal zusammen shoppen gehen. Gerne. Von mir aus sofort. Ich kenne ein paar richtig gute Läden auf der Kühl. Ja, ich kenne auch ein paar Läden, die sind vielleicht ein bisschen billiger. Umso besser. Oh. Entschuldige. Hi, Lars. Na, mein Liebling, was machen wir denn heute? Wollen wir was essen gehen? Das passt jetzt gerade nicht so gut. Ach so, wo bist du denn? Ich bin gerade mitten in einem Essen. Mit wem? Mit meinem Steuerberater. So, bitteschön. Dankeschön. Sag mal, hast du Angst, Lars, die Wahrheit zu sagen? Tut mir leid, aber ich konnte euer Gespräch mithören. Ach nein, das ging nur um das Rendezvous. Er ist immer noch sauer. Aha. Naja, er kann sehr stur sein. Und ein richtig guter Schauspieler. Inwiefern? Ich habe ihn vorhin getroffen. Da war er richtig gut gelaunt und er hat sich sogar bei mir entschuldigt. Soll das werden? Ein Verhör? Nein, natürlich nicht. Ich frage mich nur, warum du ihm nicht einfach sagst, dass wir uns hier treffen. Ich hatte gerade keine Lust, ihm zu sagen, wo ich bin. Na und? Schiebst du dann immer deinen Steuerberater vor? Mein Gott, es hatte weiter wirklich nichts zu sagen. Sorry. Ich habe mich einfach nur gefragt. Egal. Was? Wer dahinter steckt? Tut mir leid, Carla, ich stehe immer noch nicht auf Frauen. Hanna, als ich gestern Abend bei dir war, ich könnte schwören, da hast du nicht an Lars gedacht. An überhaupt keinen Mann. Stimmt's? Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Nein, danke. Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn du auch was für mich empfinden würdest? Das tue ich aber nicht. Und wieso regst du dich dann so auf? Es nervt mich einfach, dass du nicht locker lässt. Ich stehe nicht auf Frauen. Das habe ich mir auch lange eingeredet. Carla, finde dich damit ab. Und bagger nicht ständig an mir rum, ja? Bitte? Ja, ich meine, warum hast du mir nicht gesagt, dass wir uns hier treffen? Ja, wieso sollte ich denn erst dein Freund? Du hast es ihm genauso verschwiegen, weil du mich bekehren willst. Vielleicht ist das gar nicht mehr nötig. Siehst du, du versuchst es schon wieder. Also auf diese Art von Freundschaft habe ich echt keine Lust.